Ja, herzlich willkommen. Ich möchte Ihnen im Rahmen unserer Dialogakademie eine Fortbildung anbieten, Depression im Alter. In den letzten Jahren ist das Feld der Gerontopsychiatrie übermäßig durch das Thema Demenz dominiert worden. Dabei glaube ich, dass das Thema der Depression sehr viel grundlegender und umfassender den gesamten Bereich der Altenhilfe und der Altenpflege bestimmt als das Thema der Demenz. Insgesamt ist das Thema Depression im Alter auch pflegewissenschaftlich ein sehr stark unterbeleuchtetes Thema. Also wie man mit alten Depressiven, da sehen Sie schon, depressiven Menschen umgeht, ist sehr viel weniger erforscht als, sagen wir mal, Werkzeugkästen für den Umgang mit Menschen mit Demenz. Depressionen im Alter, die haben eine etwas andere Logik als Depressionen im sonstigen Leben. Natürlich werden auch depressive Menschen alt. Ja, und natürlich gewinnen auch alte Menschen im Alter eine Depression, aber häufig geht das einher mit Verlusten, geht es einher mit körperlichem Leiden, ja, mit funktionalen Einbußen, zum Beispiel wenn sie nicht mehr gehen können, wenn sie im Rollstuhl sitzen, dann werden viele Menschen eben depressiv. Im Alter drückt sich die Depressivität auch vorwiegend über den Körper aus. Das heißt, sie klagen dann nicht über Ängste und über Niedergeschlagenheit, sondern über den schmerzenden Leib. Also wie man das so sagt, im Alter wird der Körper zum Ausdruckmittel der Seele noch sehr viel mehr, als das in anderen Altersphasen der Fall ist. Also über den Körper wird im Grunde genommen das seelische Leid ausgedrückt. Aber die Ärzte, aber auch die Pflegenden reagieren dann eigentlich eher auf der körperlichen Ebene und sehen oft nicht die seelischen Prozesse, die dahinter stecken, oder wollen sie auch nicht sehen. Das Problem der Depression und der Umgang damit ist, dass man das sehr schnell als sehr unangenehm erlebt. Also man wird selber hilflos und ratlos und man macht vielleicht Vorschläge, man versucht den anderen aufzuheitern. Ja, und all diese Dinge, die bringen nichts, sondern je mehr sie für den depressiven Menschen tun, desto mehr leidet er. Was nicht heißt, dass man deswegen nichts mehr machen soll. Ja, aber je mehr man sich bemüht, je mehr man sich anstrengt, desto mehr munitioniert man die Depression unter dem Motto von, ja, das hilft ja auch nichts. Ja, ist ja schön, dass sie sich bemühen, aber nein, das hilft auch nichts. Ja. Und damit wird man selber immer hilflos oder, weil der andere ja von all den netten Angeboten nichts wissen will, die ich ihm präsentiere, werde ich auch wütend. Oder die dritte Reaktionsweise ist, irgendwann resigniere ich, ja, und lass dich allein, dann leide eben bitte schön allein, aber lass mich in Ruhe. Meine Erfahrung ist, wenn Pflegende sich nicht wirklich damit auseinandersetzen, dann ist die Gefahr sehr groß, dass sie durch ihr eigenes Verhalten die Depressivität fördern. Je mehr man sich mit der Depressivität und damit auch mit sich selbst auseinandersetzt, desto eher ist man in der Lage, diese Teufelskreise, zu denen die Depressivität einlädt, auf eine gute Weise zu unterbrechen. Dies würde ich auch mit Ihnen gerne dann in Fallsituationen, die Sie mitbringen, durchsprechen. Das heißt, mir geht es darum, das nicht nur theoretisch zu bearbeiten, sondern anhand sehr konkreter Fälle zu gucken, welche Schritte sind sinnvoll, um sich pflegerisch, auch ein Stück weit therapeutisch, zum depressiven Menschen im Alter zu positionieren. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie auf mich zu. Ich würde mich freuen, Sie in unserem Seminar zur Depressivität im Alter begrüßen zu können. Vielen Dank.